Die Almbegegnung ist eine Gesprächsreihe, die traditionellerweise am Vorabend der Kaldürer Almkrise-Olympiade stattfindet. Im Fokus dabei stand in diesem Jahr das Thema der Nahversorgung peripherer Regionen. Ich glaube, dass es ganz eine spannende Diskussion wird mit ganz vielen verschiedenen Aspekten. Ich glaube, dass es nicht nur um Ernährung gehen wird, sondern ich denke mir, dass Nahversorgung auch umfassender zu sehen ist, dass es überlebenswichtige Dinge gibt, lebenswichtige Dinge gibt und auch Dinge, die zum Erleben wichtig sind und dass das doch eine ganz große Bandbreite ist. Und speziell nach Altersklasse, da auch ganz ein breiter Weg ist dazwischen, was für Menschen besonders wichtig ist oder besonders die Nahversorgung bedeutet. Die Schwierigkeiten in dieser Sparte liegen darin, dass sich in Österreich und in vielen anderen Ländern auch eine Geizig-Geil-Mentalität breit gemacht hat und die uns natürlich sehr trifft. Ist schade, weil der regionale Kreislauf, den wir alle brauchen, dass wir in dieser Landschaft, in diesem Tal, in diesem Gebiet, wo wir leben, einfach auch in Zukunft lebenswert und einen gewissen Lebensstandard erwirtschaften können, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren und durch diesen regionalen Kreislauf jeder vom anderen profitiert. Der Handwerker vom Kunden, der Handwerker, der wieder bei seinem Lieferanten einkauft. Und dieser Kreislauf darf nicht unterbrochen werden, sonst leiden wir langfristig alle unter dieser Entwicklung. Es sind ganz simple Argumente, die wir halt auch den Konsumenten näher bringen müssen. Also wie gesagt, es rechnet sich ganz einfach für ihn, wenn er im Ort einkauft, nachhaltig. Es ist natürlich, man denkt sehr kurzfristig, aber langfristig verliert er wahnsinnig viel Geld, wenn er außerhalb einkaufen geht, das ist das eine. Aber auch die Lebensqualität, jeder von uns wird irgendwann mal älter und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann nicht im Ort alt werden darf und kann, wird umso höher, je weniger ich im Ort jetzt Wertschöpfung generiere durch den Einkauf und dadurch einen Beitrag leiste zum Erhalt unserer Nahversorgung. Die Gemeinde Kaldür ist in diesem Fall noch durchaus eine glückliche Gemeinde. Nahversorgung hat ja sehr viele Facetten, beginnt bei der Kleinkindbetreuung, die auch angeboten wird, geht über den Arzt und den Handwerker bis zum Lebensmittelnahversorger. Können wir zum Glück alles noch in Kaldür anbieten.